Geschätzter Herr Präsident, meine Damen und Herren, Gerechtigkeit für Pflegebedürftige und Pflegekräfte. Gerechtigkeit ist an und für sich ein sehr starkes Wort und regelt die Beziehungen unter Menschen. Nur zumeist ist halt die Herangehensweise, was ist fair und was ist gerecht, sehr unterschiedlich. Gerechtigkeit für Pflegebedürftige und Pflegekräfte, kann es so etwas überhaupt geben? Ich meine, ja, unbedingt, denn das Gegenteil wäre ja eine Ungerechtigkeit für all diese Betroffenen und ich glaube, das will ja nicht wirklich jemand. Wir erinnern uns alle noch an die Tage zurück, als Pflegekräfte aus Ungarn, der Slowakei, aus Rumänien einen gewissen Sonderstatus beim Reisen mit der Begründung, man habe ja selber viel zu wenige im Inland eingeräumt wurde. Und nicht selten wurde zu Beginn der Pandemie in den Medien und in den bei den zuständigen Bundespolitikern von den Helden des Alltages gesprochen. Der freundliche Applaus ist verstummt und von den zahlreichen Ankündigungen und Beteuerungen, was sich nicht alles zum Bessern ändern wird, ist eigentlich wenig übrig geblieben. Auch die angekündigte bundesweite Pflegereform lässt noch wie vor auf sich warten und das Resultat daraus sind, dass sich viele Pflegekräfte aufgrund von psychischer und physischer Überlastung einfach das berufliche Handtuch werfen. Und niemand dieser Leute bleibt von diesem Druck verschont. Weder das Pflegepersonal in den Krankenanstalten, sowie in den Alten- oder Pflegeheimen, aber auch nicht in der mobilen Pflege. Und man kann hier schon von einem Flexit sprechen. Eine weitere Belastung kommt in dieser Hinsicht auf Kärnten auch zu. Lang gediente und sehr erfahrene Pflegerinnen und Pfleger werden in den nächsten Jahren in den wohlverdienten Ruhestand wechseln. Wie schaut also die Situation in Kärnten aus? Haben wir diesbezüglich die Hausaufgaben schon erledigt? Ich befürchte nicht. Gerade in Kärnten ist die Situation besonders herausfordernd, weil ja der Anteil der Elternpersonen und damit auch der Pflegebedürftigen höher ist als im übrigen Bundesgebiet. Bei den 60- bis 75-Jährigen liegen wir in Kärnten ganz deutlich über dem Bundesschnitt. Jetzt stehen wir vor dem Dilemma, dass einerseits das noch tätige Personal entweder demnächst in Pension geht oder andererseits allein in Österreich bis zum Jahr 2030 20.000 bis 40.000 Personen in die Pflege wechseln müssen. Und was wir brauchen, und das allen Unkenrufen zum Trotz, die Pflegelehre, die das Team Kärnten schon seit vielen Jahren fordert, um auch Jugendliche diesen Beruf schmackhaft zu machen und ihnen ein Angebot zu machen. Hier gibt es ausreichend Jobpotenziale und nahezu so etwas wie eine Jobgarantie für die Zukunft und das alleine schon aufgrund der demokratischen Entwicklung in Kärnten. Aber schade, dass geht jetzt an die Adresse der SPÖ, dass man dieses Thema so kategorisch ablehnt. Aber vielleicht wird sie ja noch irgendwann auf unsere Linie einschwenken. Aber auch die Arbeitsbedingungen und die Gehälter müssen sich ändern. Sonst werden sich auch die jungen Leute nicht für den Pflegeberuf interessieren. Die erbrachten Leistungen der Pflegerinnen und Pfleger stehen aktuell im krassen Widerspruch zu deren Entlohnung. Pflege ist das eine, ein wichtiger Bereich in unserem Land. Am Gehaltszettel spiegelt sich das allerdings nicht wider. Und das ist nicht die Gerechtigkeit, von der wir heute in der aktuellen Stunde eigentlich sprechen wollen. Es gilt auch beim Pflegeschlüssel nachzujustieren. Dieser muss angepasst werden. In Wien hat ein 60-Betten-Pflegeheim 40 Beschäftigte, in Kärnten 25. Ein großes Problem ist aber auch, dass viele Dienstpläne nicht halten. Kollegen, die frei haben, müssen einspringen, weil es keine Personalreserve gibt. Und wie soll sich das dann mit den Familien und dem Grundrecht der Freizeit und vor allem auf Erholung vereinbaren lassen? Jeder zu Pflegende hat auch ein Anrecht auf Zeit und eine würdevolle Behandlung. Das ist aber sehr oft aufgrund des permanenten Stresses nicht möglich. Viel zu oft kommt schon die Stoppuhr zum Einsatz, um ja nicht bei einem Pflegling viel zu viel an Zeit zu investieren und zu verlieren. Wir alle Abgeordnete im Kärntner Landtag müssen uns Tag für Tag vor Augen führen, dass wir für ein perfekt funktionierendes, vor allem für ein ausfinanziertes Pflegesystem zu sorgen haben. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an alle pflegenden Angehörigen in Österreich, denn sie sind in Wahrheit der größte Pflegedienst in Österreich und ohne ihren tagtäglichen Einsatz, das traue ich mir zu sagen, wäre das ganze Pflegesystem bereits kollabiert. Für uns vom Team Kärnten ist klar, dass sich jeder Pflegebedürftige in Kärnten selbst entscheiden
wird müssen oder entscheiden bitte darf, Schlusssatz, Redezeit ist abgelaufen. Ob er zu Hause gepflegt werden möchte oder in einer Einrichtung. Beides muss für ihn leistbar sein. Das verstehen wir aber dann auch unter Gerechtigkeit für Pflegebedürftige. Danke.